Eimers hat jetzt hier die ersten wirklich guten Treffer gesetzt. Thank you.
Beqiri brennt jetzt ein ganz schönes Feuerwerk ab. Ja, Eimers muss in dieser Runde noch einiges einstecken. Und auch diese Runde geht klar an Beqiri. Ja, Beqiri hat immer die besseren Antworten auf die Aktion von Eimers und er ist auch boxerisch stärker als Eimers. Eimers wirkt so ein bisschen, als wenn das Anboxen des Gegners bei ihm nur dazu dient, nochmal einen Look zum Abschluss zu setzen und das ist einfach ein bisschen zu wenig. Beqiri hat bisher einfach die härteren, kraftvolleren Techniken im Ziel.
Ja, wenn Eimers diesen Kampf noch rumreißen will, dann muss er die nächsten beiden Runden für meinen Geschmack, für mein Dafürhalten gewinnen. Ja, Beqiri atmet schwer. Ich weiß nicht, ist das einfach nochmal höchste Konzentration oder fehlt mir etwas Luft? Na, ich glaube eigentlich nicht. Ja, auch da wieder dynamischer Konter von Beqiri. Ja, und da hat es eingeschlagen.